22% der Deutschen arbeiten bereits von Mobil, Telearbeit und ähnliche Szenarien. Es gibt aber nach wie vor gute Gründe, ins Büro zu fahren, aber andere. Ein Roboter, der Einfamilienhäuser baut, innerhalb von 72 Stunden. Das in der Mitte ist ein 3D-Drucker, der Brücken baut. Und was Sie ganz rechts sehen, sind Drohnen, die selbstständig eine Brücke errichten. Da ändert sich ja nicht nur die Technologie, sondern auch die Sinnlichkeit. 5 Sterne auf TripAdvisor ist für manches Hotel wichtiger als 5 Sterne an der Hoteltür zum Beispiel. Wenn Sie die Deutsche Telekom sind, wenn Sie Vodafone sind und tausende Mitarbeiter haben, Kern von WhatsApp selbst wird von 50 Mitarbeitern betrieben. 5-0. Wir müssen in neuen Geschäftsmodellen denken. Natürlich werden wir Arbeit haben. Arbeit geht uns nicht aus. Aber Erwerbsarbeit, so wie wir sie heute definieren, könnte uns ausgehen.